Und ihr habt ja in diesen letzten 30 Jahren als Band auch ganz schön harte Sachen erlebt. Gab es da Momente, wo ihr aufgeben wolltet? Und was hat euch da die Kraft gegeben, weiterzumachen? Also eben, dass wir immer irgendwie alles gemacht haben, auch wenn es mal echt beschissene Zeiten gab, dann gibst du ja irgendwie in anderen Bereichen auch nicht einfach auf. Also ist meine Auffassung oder unsere Auffassung wahrscheinlich irgendwie, was soll das denn aufzugeben, wenn du am Nix stehst, kannst du auch gleich nochmal irgendwie von vorne anfangen. Ne? Machst du ja sonst auch, aufgeben gilt nicht irgendwie, das ist Affentheater. Gleich nochmal aufstehen und weitermachen. Ne? Und das hat uns eigentlich immer so ein bisschen den Arsch gerettet. Ja, Respekt. Irgendwie, ne? Ja, ich meine, davon ganz abgesehen, ich kann auch kaum was anderes. Also würde ich jetzt, habe ich schon immer wieder gesagt, würde ich jetzt Grafiker werden wollen oder Maler oder ich wollte ja früher immer Strumpfmodenfotograf werden. Echt? Oh. Nee, ich meine, da hätte ich dann zum Beispiel schon mal nicht die Kamera und nicht die Beleuchtung, die man dafür gebraucht hätte. Das hätte damals irgendwie 20.000, 30.000 Mark gekostet, hatte ich nicht. Aber was ich hatte, war eine Gitarre und ein Gitarrenverstärker. Schreib doch mal ein Skript und dann den Film gucke ich mir dann auf alle Fälle an. Bei seiner Fantasie. Ja, ist das dann der gescheiterte Strumpfmodenfotograf? Ja, bin ich. Also absolut gescheiterter Strumpfmodenfotograf. Gescheiterter Strumpfmodenfotograf. Aber da reden wir ja nicht drüber. Ich meine, das ist schon traurig genug, aber dafür haben wir 30 Jahre Halloween und so. Ja, und ich habe im Internet aber gelesen, dass du eigentlich bewusst nie studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast, weil du immer wusstest, dass du Musiker werden willst. Das stimmt also gar nicht. Doch bewusst. Natürlich nicht, also bewusst nicht. Das meintest du, ne? Ja. Bewusst nicht, ne, weil was soll? Entweder du studierst oder du machst eine Karriere. Also ich meine, wenn ich studiert hätte, dann wäre ich jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren fertig geworden. Ja. Und dann wüsste ich ganz toll, was man, ne? Aber dann hätte ich in der Zeit keine Platten gemacht oder so. Also ich meine, das eine schließt das andere aus, glaube ich. Also außer ich hätte jetzt mit 12 angefangen, Musik zu studieren oder so. Und dann weiß ich nicht, ob das irgendwie groß was gebracht hätte. Das ist ja schon mal eine Schwierigkeit, wenn du jetzt sagst, ich habe mich mal, oder interessiere mich immer noch, oder habe mal so ein bisschen an Filmmusik so ein bisschen rumgedoktert, jetzt nicht ernsthaft und habe gedacht, das wäre ja auch mal was Geiles, wenn man das so machen könnte. Aber das ist schon schwer, aber auch irgendwie was anderes für eine, hast eine Vorgabe, muss was machen, was dazu passt. Erstmal anders als Songs schreiben, eine ganz andere Materie so. Und aber du kannst einfach nicht dann Musik gehen, auf Tour machen und also mit einer Band und dann das nebenbei. Du kannst immer noch eins irgendwie richtig anständig machen. Irgendwie, oder ich zumindest, ne? Und ich kann mich dann doch nicht auf Tour hinsetzen und noch nebenbei was Großartiges anderes nebenbei vollbringen. Dann lieber eins richtig, ne? Dann würde eine Sache immer leiden. Also bei mir ist das so, ne? Und stimmt das, dass du mal eine Ausbildung zum Metzger gemacht hast früher? Ja, das stimmt. Und wie bist du denn von da aus zur Musik gekommen? Ich habe beim Schinkenklopfen immer gesungen. Nein, weiß ich nicht, ich war ja schon vor dem Metzger, habe ich ja schon Musik gemacht. Schon von der Schulzeit an eigentlich, ne? Und das war ja eigentlich immer da. Mit Straight Outta Hell habt ihr euer 14. Studioalbum veröffentlicht. Wie fühlt sich das für euch an? Wie habt ihr die Aufnahmen erlebt? Ja, das ist ja, wir haben eine gewisse Routine schon nach 14 Platten und das fühlt sich so an, als wenn die schon ganz, ganz weit weg ist, weil wir reden ja gerade wieder über das nächste Album schon jetzt, ne? Oh ja, wir wann sind kommt dabei. Das? Oh, wann kommt das? Wann kommt das nächste Album? April, Mai 15, so ungefähr, ne? Und ja, das ist dann immer schon, trotzdem ist es alles sehr schnelllebig, ne? Bums, fragt dich einer das letzte Album und du bist im Kopf schon wieder beim nächsten Album, weil die Songs stehen. Möchtest du? Die Songs stehen okay. Soweit, ne? Ja, die Songs stehen. Ich kann auch posen dabei. Und das geht ratzfatz, bist du schon wieder bei einer anderen Platte, hast schon wieder andere Songs. Und also fühlt sich immer gut an, wenn so ein Ding fertig ist. Dann betourst du es und dann spricht irgendein Manager schon wieder von einer Jahresplanung. Wo das beinhaltet schon wieder die nächste Platte. Und somit ist das alles sehr schnelllebig. Ne? Und wie hast du die Aufnahmen erlebt, Heike? Oder wie erlebst du die zu dem neuen Album, die Planung? War ganz toll, du. Das gibt so neue Verstärkersysteme von Kemper. Ne? Da samplst du quasi die Charakteristik von guten Gitarrenverstärkern. Das ist irre. Und das wird gespeichert digital, ne? Und dann kannst du also quasi mit dem Sound von einem super Verstärker spielen, weil dieses Gerät das gesampelt hat. Das haben wir benutzt auf der letzten Platte. Ne? Also all die Sachen, die du hörst, sind durch diesen Kemper-Amp gegangen. Das war übrigens eine Idee von Sascha, ne? Von seinem anderen Gitarristen. Der hat das Gerät irgendwie rausgefunden und dann wurde so einer angeschafft und da machen ja jetzt viele Leute mit. Ne? Wenn du auf YouTube guckst, die haben so eine komische militärische Kiste da stehen. Das sieht aus wie ein Funkgerät. Und das ist der. Ich wusste nur nicht, dass es das ist. Siehst du?
Dann vielen, vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Valky. Und viel Spaß auf der Bühne. Und, du guckst dir das wohl an. Ja, auf jeden Fall. Und guckst du dir das echt an? Natürlich. Ja, hallo. Auf jeden Fall. Ich will doch den. Das mach ich. Ich werf's auf die Bühne. Ich hoffe, es explodiert nicht. Ja, und dann auf Wiedersehen aus der Music Interview Corner. Tschüss. Ja. Vielen